Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr reinklickt. Heute habe ich was Besonderes für euch und zwar aus dem Hause Ford. Auch wenn vielleicht der ein oder andere erst einmal denken würde, hey, das sieht doch aus wie ein Porsche. Nein, in der Tat, es ist das neueste Kölner Performance-Modell, was hier vor der Kamera steht, der Ford Puma ST. Was der Ford Puma ST kann, was unter der Haube steckt, wie er sich fährt und wie die Platzverhältnisse sind, all das erfahrt ihr, wenn ihr jetzt dran bleibt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann ist jetzt Zeit dafür. Tut dies und schreibt mir vor allem unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Ford Puma ST und damit jetzt viel Spaß. Bereits letztes Jahr konnte ich euch den Ford Puma schon einmal genauer vorstellen. Zudem gibt es auf dem Kanal ein Verbrauchsvideo mit dem Ford Puma EcoBoost Hybrid. Da könnt ihr mal reinschauen. Heute soll es aber nicht mal um das Thema Verbrauch gehen, sondern heute geht es um eine komplett neue Version des Ford Puma und zwar die Performance-Version. Ford Performance hat uns hier den Puma ST zur Verfügung gestellt und der steht ja in schon einer, ja soll man sagen, sehr knalligen Farbe hier vor und zwar ist das die Lounge-Farbe und auch eine speziell exklusive Lackierung für den Puma ST in Furious Grün Metallic. Mir persönlich gefällt die Lackierung richtig gut auf dem kleinen Zwerg. Welche Modifikationen hat Ford denn am ST-Modell vorgenommen? Es gibt unter anderem an der Front eine kleine Spoilerlippe mit dem Ford Performance Schriftzug. Die sorgt auch für deutlich mehr Abtrieb an der Vorderachse, wie Ford verspricht. Was ich ja schon sehr cool finde immer, sind diese Voll-LED-Scheinwerfer mit dieser Signatur, die so ein bisschen an den Porsche Cayenne erinnern, wenn man ehrlich ist. Den schwarzen Kühlergrill, die schwarzen Einfassungen, die kennt man ja schon so ein bisschen von den ST-Modellen. Hier hat man noch mehr Hochglanz-schwarze Applikationen verbaut an der Front. An den Abmessungen hat sich natürlich im Gegensatz zur normalen Version kaum etwas verändert. 4,23 Meter bleibt der Ford Puma kompakt. Hat aber jetzt serienmäßig 19 Zoll Räder hier drauf montiert bei der ST-Line. Das ist schon ganz ordentlich. 2,25er Breite an der Vorder- und der Hinterachse. Ich finde, die Räder schauen auch sehr, sehr cool aus. Sind so ein bisschen in so einem ja, matten Grau gehalten. Und am Heck kommen wir dann zum größeren Dachspoiler, der hier auch noch mal mehr Downforce bietet, also mehr Druck auf die Achse bei höheren Geschwindigkeiten. Das Fahrzeug soll dann natürlich auch ruhiger liegen. Das war ja der Hauptkritikpunkt, den man dann hatte beim Fiesta ST. Aber dazu kommen wir dann natürlich später,
wenn wir beim Fahren angekommen sind. Der Puma-Schriftzug ist nun auch hier in Schwarz gehalten, ganz groß die ST-Buchstaben, weiterhin Voll-LED-Rücklichter und wir haben hier unten auch nochmal einen Diffusor sowie eine schöne Edelstahl-Auspuffanlage mit Klappenfunktion. Wie die klingt, hören wir uns jetzt dann auch gleich nochmal an. Und nachdem wir gehört haben, wie der Sound so ist, geht es natürlich in den Kofferraum als nächstes. Hinter der Kofferraumklappe, die stets manuell öffnet, serienmäßig, optional gibt es sogar eine elektrisch öffnende Heckklappe, gibt der Ford Puma ST denselben Kofferraum frei wie auch die normalen Varianten. 456 Liter sind es im Standardvolumen, 1216 Liter sind es bei umgelegter Rücksitzbank. Die Rücksitzbank lässt sich im Verhältnis 60:40 umlegen. Eine separate Durchreiche gibt es hier nicht. Sehr cool finde ich, dass man hier keine starre Hutablage verbaut, die sperrig ist, sondern hier wirklich nur so ein kleines, ja, sieht aus wie so ein Windschott, was so ein bisschen flexibel ist und dafür sorgt, dass man auch, wenn größere Gegenstände drin sind, die ein bisschen nach oben hin Luft noch bekommen. Zudem, wenn man es dann reinwirft in den Kofferraum, nimmt es nicht viel Platz weg, findet man immer irgendwo ein Staufach. Der Laderaumboden ist in zwei Ebenen verstellbar, so die obere Position. Und wenn wir dann nämlich die Rückenlehne hier umlegen, dann haben wir eine fast ebene Laderaumfläche, die nach vorne hin leicht ansteigt. Interessanter ist aber die Lösung, die Ford gewählt hat hier für den Boden. Ups, jetzt muss ich das anders machen. Jetzt müssen wir den doch wieder herholen. So. Wenn wir jetzt nämlich unseren Laderaumboden nach hier hinten reinfallen lassen, erstens kann er uns da nicht auf den Kopf fallen. Zweitens befindet sich darunter die Ford Megabox. Megabox. Ja, klingt ein bisschen komisch, ist aber sehr, sehr clever gemacht. Wir haben hier unten nochmal einen zusätzlichen 80 Liter großen Stauraum, der komplett in Kunststoff ausgekleidet ist und die Möglichkeit bietet, wenn wir denn hier sperriges Gut oder aber ja, nasse Fracht unterbringen wollen, haben wir hier unten im Boden noch einen Ablauf. Den Stöpsel können wir rausziehen und dann fließt das Wasser auf den Unterboden hindurch. Also eine coole Geschichte. Es gibt da schon so ein paar Sachen und Ideen, die der ein oder andere Kunde eines Ford Pumas umgesetzt hat. Ob ich jetzt einen Goldfisch damit transportiere oder aber hier mir ein komplettes Eisfach draus mache und da mein ganzes Bier reinstecke und dann für einen Campingausflug sozusagen immer kaltes Bier dabei habe. Das könnt ihr mir unten mal in die Kommentarbox schreiben, was ihr mit so einer Megabox im Ford Puma anstellen würdet. Und ich werde jetzt auf alle Fälle hier die Heckklappe schließen und mich dann mal auf die Rücksitzbank begeben. Auf der Rückbank des Ford Puma ST sitzt sich ja noch ganz akzeptabel, würde ich mal sagen. Natürlich deutlich komfortabler als im Fiesta ST, das muss man sagen. Dennoch, meine Knie stoßen hier an der Vordersitzlehne an und ich bin 1,78 groß, habe den Vordersitz natürlich auf diese Größe auch eingestellt, so wie ich fahre. Das ist aber weich ausgeformt, also die Knie schmerzen tun einem nicht. Man muss halt sonst ein bisschen breitbeiniger da sitzen. Ich bin natürlich jetzt auch vielleicht nicht das Normmaß mit meinen knapp über 70 Kilo. Habe hier aber auch genügend Kopffreiheit noch. Die Kopfstütze hinter mir lässt sich angenehm weit herausziehen. Also da gibt es gar nichts. Selbst wenn ich den Kopf hier hinten anlehne, habe ich noch mal so knapp meine Handbreit Platz nach oben. Die Außensitze bieten Isofix mit Top-Tieter-Funktion. Wir sitzen hier auf einer angenehm gepolsterten Bank. Die ist auch nicht zu hoch montiert, sondern genau richtig. Leider gibt es keine Luftausströmer, kein 12-Volt-Anschluss und auch keine USB-Buchse.
Finde ich ein bisschen schade, vor allem, weil ja doch der Puma eher für die Leute ist, die vielleicht mit Kindern mal reisen. Und da wäre es doch ganz praktisch, wenn hinten zumindest mal Luft dafür an die Kinder kommt oder aber die Kinder dann ihre Handys laden können. Sehr schön, wenn ich diese Stoff-Leder-Kombination, die wir hier haben, das ist so ein Alcantara oder Mikrofaserstoff ist es, um genau zu sein. Dann haben wir hier noch schöne silberne Ziernähte, die dann sogar am Gurt aufgegriffen werden. Das finde ich auch sehr schön und so ein bisschen detailverliebt. Das gefällt mir sehr gut. Jetzt schauen wir aber, viel wichtiger ist nämlich, wie es vorne als Fahrer sich sitzt. Und da steige ich jetzt gleich mal hin um. Ich habe hier Platz genommen auf durchaus engen Recaro Sportsitzen. Die sind bekannt aus dem Ford Fiesta ST und waren da und sind da auch für den einen oder anderen schon etwas eng. Und da muss man jetzt nicht unbedingt die fülligste Körperstatur haben wie meine Wenigkeit. Sie bieten natürlich hervorragenden Seitenhalt, sind auch Langstrecken geeignet, haben eine Kopfstütze, die ausreichend weit nach draußen verstellbar ist. Das Lederlenkrad hat an der Seite perforiertes Leder, ist unten abgeflacht. Das ST-Badge ist ebenfalls drauf. Natürlich lässt sich das Lenkrad auch in Höhe und Tiefe ausreichend weit verstellen, sodass jeder Fahrer mit seiner Größe eine gute Sitzposition hier findet. Kniefreiheit habe ich auch genügend. Die Mittelkonsole stört mich hier nicht. Ich musste mir jetzt doch erst einmal die Jacke ausziehen, denn es wird trotz herbstlich-winterlicher Zeit etwas wärmer draußen und vor allem, wenn die Sonne hier in den Innenraum hineinscheint. Werfen wir auch mal einen Blick jetzt hier in den Innenraum hinein. Wieder schon erwähnt, das Drei-Speichen-Lenkrad kennen wir auch aus dem Ford Fiesta ST. Relativ einfach aufgebaut. Wir haben links oben den Tempomaten untergebracht, darunter die Audio-Lautstärkenregulierung. Auf der rechten Seite sehen wir aber dann zwei zusätzliche neue Tasten, eine S-Taste und eine Mode-Taste, beide rot hervorgehoben. Hier oben wird der Bordcomputer bzw. das voll digitale Kombi-Instrument bedient, welches beim Puma ST stets serienmäßig an Bord ist. Was können wir aber mit dem Display anstellen? Leider nicht sonderlich viel, wenn man ehrlich ist. Wir können zwar hier noch eine beruhigte Darstellung angeben, wir können hier nochmal Verbrauch reinhängen. Das war es dann aber auch schon, was wir an Bildschirmen auswählen können. Wir können uns im mittleren Bereich dann noch Audio anzeigen lassen, Navigation und da halt leider keine Karte. Wir können hier nur Navigationsziele quasi eingeben. Das ist schon ein bisschen wenig, was uns Ford hier die Möglichkeit bietet zum Einstellen. Das können andere Hersteller schlicht und ergreifend etwas besser. Die Auflösung an sich ist gut. Das Display bietet eine gute Ablesbarkeit, auch wenn die Einheiten hier drinnen so ein bisschen klein sind. Dafür haben wir aber hier groß die Geschwindigkeit, in der Mitte den Bordcomputer, rechts eben die Drehzahl. Darunter sehen wir Außentemperatur und die Reichweitenanzeige. Die jeweiligen Außenanzeigen hier sind die Kühlwassertemperatur und auf der anderen Seite sehen wir dann den Tankfüllstand. Auch interessant ist, wir bekommen hier die Performance-Anzeigen. Da sehen wir dann die Öltemperatur, den Öldruck und den Ladedruck beim Turbolader angezeigt für die, die dann auf der Rennstrecke nochmal alles rausholen wollen. Gehen wir in die Mittelkonsole. Da sehen wir das bekannte Sync 3 Navigations- und Infotainment-System. Sehr gut ablesbar, könnte aber ein bisschen zum Fahrer hin geneigt sein in meinen Augen. Den Homescreen mag ich besonders gerne, denn hier sehen wir einfach die Übersicht von der Karte. Wir haben nochmal den Radiosender und eben die Telefoneinstellungen sind hier auch hervorgehoben. Sehr gut ist auch die großen Tasten, sodass wir wirklich relativ leicht auf die einzelnen Elemente auch während der Fahrt zielsicher drauf kommen. Wir können aber auch via Apple CarPlay oder Android Auto in dem Fall hier unsere Navigation und Steuerung übernehmen. Einstellmöglichkeiten gibt es ja auch genügend. Es ist stets ein Modem an Bord. Damit können wir das Fahrzeug dann auch via Ford
Pass Connect immer in Verbindung bleiben. Da können wir uns wesentliche Daten über die App auslesen oder diverse Zugriffe regulieren. Darunter die Luftausströmer, dann ein Klimabedienteil, ein klassisches, zwar tief unten angebracht, aber immerhin noch ein normales Klimabedienteil, sodass wir das auch wirklich leicht bedienen können. Einzonen-Klimaautomatik. Es gibt auch eine beheizte Windschutzscheibe mit Heizdrähten, eine Lenkradheizung sowie die Sitzheizung dreistufig für Fahrer und Beifahrer. Weiter rund darunter haben wir dann ein Ablagefach, welches eine induktive Lademöglichkeit für Smartphone bietet. Ein USB-A-Anschluss, der hier für das Mediasystem ist und auch Apple CarPlay und Android Auto ermöglicht. Eine 12-Volt-Buchse für weitere Stromversorgung. Natürlich der Schalthebel. Und darunter haben wir dann noch die Fahrsysteme. Und zwar Start-Stopp können wir deaktivieren, ESP deaktivieren, die Einparkhilfe deaktivieren oder den Einparkassistenten aktivieren. Wir haben noch eine manuelle Handbremse. Das dürfte den einen oder anderen auch sehr freuen, wenn er sehr dynamisch unterwegs sein möchte oder ein wenig Show machen mag. Dann der Schlüssel. Wir kennen ihn aus den Ford-Modellen, etwas tristes Plastik, sehr kleines Zäpfchen hier. Darunter statt Ford steht halt dann ST drauf. Aber schlüsselloser Zugang ist vorhanden, also der passt gut in die Hosentasche und stört auch nicht. Zwei Cupholder haben wir darunter und noch eine Mittelarmlehne, die aber leider nicht in der Länge verstellbar ist. Darunter befindet sich ein kleines Ablagefach und ein USB-C-Anschluss verbirgt sich dahinter noch. Also auch hier noch neuere Bedientechnik. Was mir hier am Dashboard sehr gut gefällt, ist die Carbon-Optik, die man hier nochmal so drauf gemacht hat. Die schaut auch gut an und fasst sich auch so ein bisschen an wie so Carbon. Das hat schon eine ganz gute Haptik. Überhaupt die Verarbeitung ist sehr gut beim Ford Puma ST. Da gibt es nichts zu bemängeln. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir auf die Straße, wie sich der Ford Puma ST fährt, denn das ist ja wohl das Wichtigste. Wir kommen ans Ortsendeschild, schalten jetzt einfach mal in den zweiten Gang und lassen mal ganz kurz den Dreizylinder ausdrehen und 100 haben wir erreicht. So, jetzt müssen wir ein bisschen runterbremsen, ganz klar wieder. So, natürlich ist so ein Ford Puma ST ein unheimlich dynamisches Fahrzeug, denn die Ford Performance Abteilung ist ja schon sehr geübt darin, aus den normalen, schon durchaus guten Grundmodellen nochmal richtig performancemäßig was rauszuholen. Wenn man da so an den Ford Mustang unter anderem denkt oder den Ranger Raptor oder aber natürlich den Ford Fiesta ST, welcher der Plattformgeber des Puma ja schließlich ist. Alle Modelle, die ich jetzt genannt hatte, habe ich bereits schon fahren können und euch vorgestellt. Schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung, da findet ihr dann die entsprechenden Links zu den Modellen. Kommen wir aber zurück zum Ford Puma. Unter der Motorhaube arbeitet ein 1,5 Liter EcoBoost Motor mit 200 PS und im Gegensatz zum Fiesta ST hat der Motor hier etwas mehr Drehmoment bekommen, nämlich 320 Newtonmeter anstatt 300. Das steht allerdings in einem etwas kleineren Drehzahlband zur Verfügung, und zwar von 2500 bis 3500 Umdrehungen, während die 300 Newtonmeter im Fiesta zwischen 1600 und 4000 Umdrehungen zur Verfügung stehen. Kurz die Daten abgehakt, 6,7 Sekunden geht es von 0 auf 100 mit dem Puma ST und maximal 220 Stundenkilometer Topspeed. Da hinkt er dann auch wiederum dem Fiesta hinterher, der 232 Stundenkilometer läuft oder in 6,5 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt.
dass der Puma natürlich etwas langsamer in der Beschleunigung ist, liegt auch am zusätzlichen Gewicht. Da haben wir ungefähr 80 Kilo schleppt der Puma mehr mit sich herum, setzt aber auch einen ganz anderen Charakter irgendwo an. Wir haben optional, wenn wir das Performance-Paket nehmen, wie auch beim Fiesta, ein mechanisches Sperrdifferential an der Vorderachse, was dafür sorgt, dass wir wirklich die Kraft auch auf die Straße bekommen, selbst wenn wir in der Kurve voll raus beschleunigen wollen. Ich würde grundsätzlich immer zu dem Sperrdifferential raten, denn so ein Vorderrad getriebenes Fahrzeug mit mächtig Leistung und vor allem auch Drehmoment. Ja, da drehen dann die Räder auch bei etwas rutschigeren Straßenverhältnissen durchaus leichter durch. Was das Fahrwerk angeht, so haben die Ingenieure hier auch wieder eine bravouröse Arbeit geleistet bei Ford. Der ST ist hier wesentlich straffer abgestimmt, was natürlich auch schon alleine an den 19-Zoll Rädern liegt, aber man hat das gesamte Fahrwerk komplett überarbeitet beim Puma ST. Es ist wesentlich versteift, es soll 50% teilweise steifer sein als noch bei den Serienmodellen. Das merkt man auch, der Wagen hat eine kaum spürbare Seitenneigung bei dynamischer Kurvenfahrt. Und die Bremsanlage packt sehr gut zu. Auch ein Turboloch kennt der 1,5 EcoBoost kaum. Selbst wenn man nach dem Schaltvorgang wieder Power abruft, ist der Turbo sofort da, bietet genügend Druck und lässt dann den ST nach vorne sprinten. Wer natürlich jetzt der Komfortfanatiker ist, für den wird so ein Fahrzeug sicherlich eher weniger sein. Dennoch, was auffällt, bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn hat der Puma wiederum einen Vorteil mit seiner größeren Karosserie, dem etwas höheren Gewicht. Er liegt einfach viel stabiler, auch bei höheren Geschwindigkeiten, während der Fiesta und so ein bisschen am Rumtänzeln gerne. Wir sind am Ende angekommen hier mit dem Ford Puma ST. Ich persönlich finde die Farbe ja sehr, sehr geil und das Auto an sich auch cool, weil fahrdynamisch findet man vermutlich in der Klasse aktuell nichts Agileres als den Ford Puma ST. Was kostet aber der Spaß? 30.121 Euro ist der Einstieg. Dafür bekommt ihr schon mal ein voll digitales Kombi-Instrument, Voll-LED-Scheinwerfer, natürlich die 200 Pferdchen unter der Haube, eine Sportabgasanlage, 19 Zoll Räder und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Wenn man dann den Puma STX nimmt, der kostet dann noch mal ein bisschen mehr und am Ende steht ein Ford Puma STX hier vor der Kamera mit guter Ausstattung für knapp 35.000 Euro. Es ist natürlich schon mal eine ordentliche Hausnummer, 35.000 Euro für ein, ja, sehr, für ein Kleinwagen-SUV, so muss man es ja auch sagen. Der Wagen liegt damit ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro oberhalb des Ford Fiesta ST. Und ob einem das der Aufpreis wert ist, muss man natürlich selber herausfinden, denn der Unterschied ist schlicht und ergreifend kurz erklärt. Der bietet mehr Platz, er fährt sich etwas harmonischer, vor allem auf langen Strecken, er ist ruhiger auf der Autobahn, er ist auch ruhiger bei der Abgasanlage. Jetzt ist halt die Frage, braucht man wirklich den Platz oder möchte man vielleicht einfach nur die coolere Optik, weil der Puma doch ein bisschen heraussticht, während der Fiesta eher etwas bieder daherkommt.
Das dürft ihr mir aber jetzt mal unten in die Kommentare hineinschreiben, welcher euer Favorit ist, der Puma ST oder der Fiesta ST. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.